bin doch weltbekannt bald. Bis Patagonien kennt man mich. Da war ich 4 Jahre alt. Und da kann ich mich an Sachen erinnern. Wir hatten uns eine kleine Landwirtschaft angeschafft. Und wir waren ja nicht so reich, ne, mit einer Kuh. Und der Schwester, mal Vorspann, eigentlich waren die Winter alles so. Und unsere Haustür, die gleichzeitig die Küchentür war, die ging nach draußen. Und die stand so ein Spalt offen. Und im Winter kam da der Schnee rein. Der wehte da rein bis zu der Zimmertür vom anderen. Die ganze Ding. Und dann haben wir immer abends dann Wolldecke davor gehangen, was dann später im Krieg auch gut war, da war ja da die Verdunkelung. Und auch diese Ecke mit. Später hatten natürlich meine Eltern doch so viel Geld, dass sie die Tür richten konnten, gerade wegen dem Krieg. Und dann, was aber ich nie vergessen habe, abends, wie gesagt, wir hatten ja nicht so viel Geld. Und da wurde ja am Strom gespart. Wurde abends nicht die Lichter angemacht. Da saßen wir alle um den Herd rum. Die Herdtür wurde aufgemacht. Und da kam das flackernde Licht von dem Feuer. Und hat den Raum erfüllt. Und da saßen sie ja so da rum. Und dann brachten es tatsächlich meine Eltern fertig und haben dann gesungen. Und da kann ich mich an ein Lied erinnern, das gibt es eigentlich nur im Westerwald. Das heißt, Melodie will ich mal weglassen, eins war ich so glücklich, eins war ich so froh. Da wohnte mein Liebchen in einer Hütte von Stroh. Und so ging das 4 oder 5 Strophen. Ich habe es dann nicht behalten. Aber das konnten meine Mutter und mein Papa singen. Weil das werde ich nie vergessen, das flackernde Feuer von der Herd, offene Tür und dann wie die Eltern da zu singen. Und war doch eigentlich arm waren wir. Und trotzdem konnten sie auch zufrieden sein. Gerade zum Winter. Im Sommer, wenn die harte Arbeit dann kam, da war es auch für meine Eltern schwer. Und manchmal war auch bei uns Unfrieden. Ne? Das ging aber meistens immer nur, weil zu wenig Geld war. Ich mal, wo ich ein bisschen älter war, ich erinnere mich auch, da wurde ich zur Kommunion gerufen, also gingen wir zur Kommunion. Und wir mussten hier nach Hachenburg, von Mergelbach, das waren bis zur Kirche immer 4 bis 5 Kilometer. Und das als 8-, 9-Jährige. Da kam der Kuchen auf den Tisch, das muss ich erwähnen. Und da wollte ich so mit dem Finger ran. Mal naschen. Da haut mir alles so auf den Finger. Und da war das mein ältester Bruder, der auch da war. Der war damals schon Soldat. Noch vorm Krieg. Und der war in Uniform da und sagt, willst du jetzt schon naschen? Ach Gott, ich wusste gar nicht, ob naschen eine Sünde war. War das so? Was war beim Nachbarn Apfel zu holen, ne? Wäre dann auch schon eine Sünde gewesen. In dem Fall. Aber davon lebte man nun mal. Ohne ein Verbrecher zu sein. Tja, dann nach der Kommunion war ich nicht mehr lange, da gab es einen Krieg. Anfang des Krieges wissen wir gar nichts, wenn wir mal. Ersten Tag beim Militär, da die erste so 2, 3 Wochen, dann war ich noch wie die am 10. Mai, als der Krieg begonnen hat gegen Frankreich, wie die aus Merkbach raus, da sind wir alle auf der Höhe im Westen noch, dann sind sie durch Höchstenbach vorne auf Ritten, Offizier und dahinter, die mussten alle zu Fuß stehen und der Offizier ritt vorne auf. Dann haben wir gewartet bis Höchstenbach und da kam zu Höchstenbach hinten raus, in Richtung Wahlau. Dann müssen wir jetzt sind bis nach Altenkirchen. Also so 15 Kilometer sind die und da sind sie dann verladen worden an der Westfront. Ich meine, das ist das Einzige, was ich schon Anfang des Krieges weiß. Niederhattert war ein Arbeitsdienstlager und das war aufgelöst worden. Und da hatten die Deutschen ein kleines Lazarett gemacht mit Rotem Kreuz drauf an. Und abends im Dunkeln geht es auf einmal so knall. Brumm.
Ich raus und da wieder ein Blitz. Das war alles dunkel. Da flog ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug und warf zur Lichtbombe und hat dann alles fotografiert. Und am nächsten Tag kam plötzlich Jagdbomber und schossen dieses Lager zusammen. Und da hatten die abends, nachts vielmehr, die Deutschen Verwundeten ausgeladen. Und diese Verwundeten sind da dann gestorben in dem Feuer von den Jägern. Und ich kam zu tief, man konnte die Piloten bringen. Ich war unbefällig, ich war da so. Die Mama sagte, komm runter hier unten. Ich war wütend auf die da oben. Im Fenster, da fliegen die, da wird Dings. Ich weiß noch, da war eine Einheit, das ging aber schon auf den Kriegsende zu. Und die waren bei uns im Ort, und das war eine Versorgungseinheit mit einer großen Feldküche. Und bei uns war ein Fahrer, der so ein Küchenfahrzeug fuhr. Und das war lustig, der Mann hieß Merkel, aus der Oberpfalz. Und er war so begeistert, dass er als Merkel in Merkelbach Quartier hatte. Echt, wir haben gleich ein tolles Verhältnis gehabt, weil der Merkel hieß. Und er mochte mich auch. Ne? Und dann mussten sie Essen ausfahren, aus Merkelbach raus. Sagte er einen Tag, sag mal, willst du mit? Ja, das darf ich da denn? Ja, komm. Dann waren zwei, also ein Fahrer, Beifahrer und ich saß dazwischen. Da sind wir dann gefahren, da kam ein Schlagbaum, ich glaube, der Nähe von Maxein, also freilich Maxein. Und da musste ich dann raus. Nur da habe ich dann draußen gewartet, bis ich zurückkam. Ich wieder rein, die am Schlagbaum haben sich nicht gestört, dass ich dann mitfuhr. Und dann merkte ich auf einmal, wir fuhren dann los, wie die so unruhig wurden, der Fahrer und auch der andere. Und der andere, der guckte immer hoch und sagte, oh, das vergesse ich nie wieder. Ich glaube, die meinen uns. Der rechts und ein Auto und ein Dings gefahren. Raus, komm, Rudi, raus, raus. Immer so graben und da waren ja immer so Splitterschutzgräben schon gehoben, alle Straßen hatten. Und da sind wir da rein. Und dann kam die Flut. Ja, aber nur ein Anflug und waren weg. Wir sind da langsam raus, die sind ins Auto. Auto war nicht ein Treffer, obwohl oben die Kronen der Bäume abgeschossen waren. Und wir lagen da. Und das war alles. Ach, seitdem war ich unbesiegbar. Das Gefühl hatte ich, ich bin unbesiegbar. Wir sind dann weitergefahren und wie wir so fuhren, donnerten plötzlich so 10, 15 Maschinen über uns runter, Flugzeuge über uns rüber, die auf der Bremse getrennt. Und ach, das sind ja unsere. Da war der deutsche Meerhund oder Focke Wulf, was auch nicht, weiß ich. Die donnerten rüber und flogen also Richtung Westen. Und nächsten Tag kamen und hatten die einen Angriff auf einen Flughafen in Holland, wo die Amerikaner waren. Hatten die geflogen, aber ein Großangriff. Ne? Nicht nur die 10, die waren mit 300 Maschinen. Hat die von Deutschland, von alles dahin gejagt, weil da alles zerschießen lassen und da war der wieder zu Ende. Mehr brachten sich auf die Beine. Ne? Aber das war alles am gleichen Tag. Ja, und jetzt kam raus, die stolz geschollen. Kam zu Hause an. Die ganzen Jungs, die standen schon da, die haben doch alles mitbekommen, den Schießen dabei, Maxim für ein Flugzeug. Da bin ich raus, ich auch stolz, gleich auf die los. Und da rief Rudi, ich wurde dann sicher Rudolf Rudi genannt, Rudi, ja, da war ich verschwiegen wie ein Grab. Das war eine Ehre für mich, nicht zu reden. Ne? Habe ich einen Film gesehen, Junge Adler hieß der, egal wer da, wollen wir nicht über Schauspieler reden, sondern um was da ging. Da war auch so ein 14-Jähriger, der so begeistert war, Dings, und er war dann im Flugzeugwerk und er hat sich dann auch hinterher gleich gemeldet. Und da stand für mich fest, ich werde Jagdflieger, ich werde Pilot. Und das habe ich meinen Eltern gesagt, ich war 14 Jahre. Das habe ich meinen Eltern gesagt und das habe ich in der Schule gesagt. Da wurde ja immer gefragt, ob man schon einen Berufswunsch hätte oder ob man die Mittelschule zu Ende machen will. Und habe gesagt, ich will das werden. Ich will in der
als junger Kadett will ich Jäger werden. Ja, was soll meine Eltern machen? Sie gaben zu, warum, spielt jetzt auch keine Rolle. Und dann ist auch meine Schwester mitgefahren nach Koblenz. Da war das Quartier von der Luftwaffe, die freiwilligen anderen. Ja, also meine Schwester mit mir rein und der hat gleich meine Schwester zur Seite genommen. Ja, hey, jetzt machen sie aber fertig, dass ich Soldat werde, wa? Als Schützenjäger, immer noch tun als Schützenjäger. Und dann kam auf der meine Schwester, nee, heute kommen wir, fahren wieder nach Hause. Und er sagte mir, der hat gesagt, es hat keinen Sinn. Die Amis waren ja schon im Land. Nicht? Und da sagte er, komm, die haben gesagt, sie nehmen keine mehr an, weil die alle jetzt andere Soldat sein müssen. Also Pilot kannst du nicht mehr werden. Und da sind wir nach Hause gefahren. Ich bin schon weiter zur Schule gegangen, bis dann die Schule abgebrochen wurde, weil eben doch der Luftansatz der Amis so stark war. Das war auch, glaube ich, ein kleiner Schicksalswink, ne? Dass ich doch auf der richtigen Bahn bin und nicht erhellt wurde. Als sehen wir uns alle fühlten. Den letzten Tag, wo der Amerikaner noch nicht in Merlbach war, da weiß ich noch was zu erzählen. Wir hatten meine Eltern, alle Eltern, da mussten wir 14-Jährige und 15-Jährige. Wir sollten so Splittergräben ausgraben, also hinter der Front. Na ja gut, es ging keiner von uns. Da waren Soldaten beim Nachbar, selbst bleibt ja hier. Wir blieben hier. Oh, da mussten meine Eltern zum Ortsgruppenleiter. Wie das gekommen ist, das war doch in Ordnung, aber Anordnung. Also, Woche später, neu. Und dann trafen der Michael Heinz, der war noch in Uniform, HJ-Uniform. Ich habe nie einen besessen, wahrscheinlich, weil wir auch kein Geld dafür hatten. Ne? Die mussten nämlich bezahlt werden. Und ich hatte noch eine Landkarte, die hatte mir der Herbert, Erich Herbert, hat er mir gegeben, damit wir den Weg nach Walmrod fanden. Hat er mir geschenkt. Ne? Und dann sind wir zu los. Der Willi, Bernhard Willi, war verschwunden. Ne, Christian braucht nicht, der hat ihn beinahe. Aber so einige, die waren verschwunden. Na gut, sind wir zwei los. Und da gehen wir nach Wied. Und da steht bei uns zwischen Merkbach und Wied, da waren so Baumreihe, dichte Baumreihe. Da steht doch ein Schützenpanzer an dem anderen. Und die hatten alle das Gespenster drauf. Und es gab die berühmte Gespensterdivision. Die war berühmt. Und die waren über Nacht in Merkelbach gewesen und standen jetzt da alle Richtung Westen. Mensch, wir zwei haben uns angeguckt. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Da war ja schon der Brünkopf von Rima, das war ja schon alles. Ne? Die schmeißen die wieder raus. Dings an denen vorbei, runter im Ort. Die guckten uns schon immer an, weil der in der Uniform geht. Und dann rollten plötzlich die Panzer an. Na, wir dann ab über Steinebach und dann sind wir hoch bis Freilingen. Und Freilingen, da hatte der Karl-Heinz, kam seine Mutter her und hatte die ganze Verwandtschaft. Und da sind wir zu denen, ach, kam einer da rein, der sagt, wo wollt ihr, Mensch, schaut ab, die Amis sind durchgebrochen. Die waren ja bis auf 30 Kilometer bei uns dran. Ne? 3 Wochen oder 4 Wochen haben die Deutschen die ja festgehalten. Und da waren die genau in der Nacht, das war am 26. März oder 25. März, 26. März, 25. März durchgebrochen. Ich sage, geht nur nicht weiter, also geht nach Hause, sagt die Verwandten. Natürlich, wir nach Hause, das kannst du nicht ernst genommen. Ne? Da sind wir an den Dreifel der Weiher gekommen. Wir hatten ja jetzt zu essen noch da bei uns, ne? Hatten unsere Eltern eine Mütze gegeben, da wollte man nicht mitstellen. Und dann hören wir immer das Rollen da auf der 1,5 Kilometer weg. Immer und dann wieder andere und dann Ding so. Und da kam so eine breite Schützenkette deutscher Soldaten. So durch den Wald. Und da kam ein Offizier und sagte, was macht ihr denn hier? Ich sag, ja, da drüben müsste Acht geben. Die haben uns gesagt, die Amis sind mal seit, das sind ja wahrscheinlich noch Deutsche. Ich sag, nee, das sind keine, das sind die Amis, die da fahren. Sagte der Offizier zu uns.
sagt er, ja, wir sind hier jetzt die Letzten, die kommen. Hinter uns sind keine mehr. Und da sieht er, dass ich die Katze auf dem Schoß habe. Und da sagt er, ach, kannst du mir die nicht schenken? Ja, ich war ja gar nicht meine, ne? Und ich habe ihm gesagt, ich jetzt hat, nehmen Sie die. Und da sind wir zwei auch, die sind weiter breiter Front durch den Wald, ja, zurückgeschwärmt. Und da sind wir dann den Bogen gegangen und da kommen wir vorhin mal an eine Truppe vorbei, war der Artillerie, aber deutsche Artillerie, die fuhr da auf. Das war, was macht ihr denn da? Ja, ja, der Gegend, die sprachen mit uns, ne? Der Gegner ist, und der eine hat dann vermessen da schon. Das, ja, aber so wie wir wissen, ist das Motorengeräusch, sind die Amis schon. So, was? Kann nicht wahr sein. Wir weiter abgehauen über die Höhe und dann kam ins Dornbach da. Naja, wir sind merkbar hoch. Und die sind dann nur da rein, sind noch alle am selben Tag die ganzen Truppen abgehauen. Ne? Aber wir merken das ja nicht so, merkbar. Oder was nicht, da kam ich dann hier bei Fritzenrudow, wo dann unser Eingang zu meinem Haus war. Wir hatten ja auch Flüchtlinge im Haus, also vom Rheinland. Und da kam das Mädel, die waren ja älter, die kam, die starrt mich an und rennt zurück und ruft, Bertha, Bertha, der Rudi kommt. Ach, war der Jubel und Heiterkeit, dass ich dann kam. Ne? Und da hab ich natürlich gleich wieder raus, was war da los im Dorf? Ne? Da war hinten dann eine Bombe gefallen und da war ein Pferd tot und ein deutscher Soldat. Ne? Und dann sehe ich, wie da oben wieder Flugzeuge stehen. Ich hatte schon so genug gesehen am Tag. Und dann kam eine schwere Panzereinheit, eine deutsche, eine Königstiger. Das ist das erste Mal die Königstiger gesehen. Weißt du, wie die Flieger oben sahen, vergesse ich nie, wie der Kommandant oben sagt, weiter, 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 hier aus dem Dorf raus. Ne? Und da fuhren sie dann raus und die Flieger kamen nicht hin, haben nicht angegriffen. Ne? Und da waren sie auch gleich, war dann der Walter Hafenbosch hier. Ne? Da waren die Panzer dann gleich darüber. Ne? Und am nächsten Tag kam dann der Armee. Der war schon immer hochgerollt und da saßen wir, vergesse ich auch nie, auf der Bank da an der Hauptstraße. Da kam dann so ein Jeep, Amerikaner. Muss man leben. Und wir schnell saßen da und haben den zugeguckt, wie die kamen. Die Leute haben noch gesagt, komm rein, komm doch rein. Nee, wir dachten, guckten zu. Und die kamen noch, guckten uns an und fuhren weiter. Und das wird erstmal, wo wir mit Amis in Verbindung waren. Und nächsten Tag stand dann bei Beckers im Hof, also auch an der Hauptstraße, bin ich hochgekommen, stand da ein amerikanischer Panzer, der hatte die Kette ab. Die haben die ausgewechselt da. Und das vergesse ich nicht. Da kam ein Soldat von den Amis, ich weiß nicht, ob er Wasser holen wollte oder was, ging zu Staus, also gegenüber von Beckers, an die Haustür und klopfte an. Ich weiß, die klopfen an. Hätten wir eigentlich Soldaten, die machen sich auf, ohne groß anzuklopfen. Aber sind so die ersten Tage, die letzten Tage. Ne? Und dann die ersten Tage, wo die Amis kamen. Ach Gott, mein Bruder Walter, den habe ich eigentlich ganz wenig kennengelernt. Er war ja in Frankreich. Und dann wurde er wieder verlegt nach Russland. Und in einer Einheit, wo eine Nachbarkompanie sogar unser Cousin war. Also hatte er immer gute Verbindungen. Ne? Und dann war eines Tages, das sagte der Chef, Mensch, da haben wir ein paar Leute weggeschickt. Und die kommen und kommen nicht rüber. Die sollten einmal erkundigen, als wenn da sollten irgendwo Russen sein und da sollten die erkundigen. Aber die kommen nicht zurück. Und da sagt man, Bruder, ne? Ein Jahr in Frankreich, herrliches Leben gab. In dem Sinne hatten die auch da. Ne? Und da sagt er, ach, ich nehme mal ein paar Mann, wir gehen die. Tut sich das Gewehr nur locker über die Schulter werfen, also nicht so richtig in die Hand rein. Und dann marschieren die los. Und jetzt hinterher dann erfahren über meinen Cousin die Einheit, also an einem zugefrorenen See lagen und sehen auf der anderen Seite die Russen. Und mein Bruder mit seinen Leuten, die gehen über den See genau auf die Russen zu. Und die versuchen, die zu erreichen. Aber die waren doch so weit weg, dass mein Bruder die nicht gehört hat. Ne? Und rufen und rufen, dass sie nicht so weitergehen, dass die Russen da sind. Ne? Und dann auf einmal schießen die Russen los. Ne? Das Eis unter ihnen wird zerschossen, was sie waren.
und sind dann wahrscheinlich im Eis untergegangen. Das ist das, was er von unserem Cousin. Und er sagt also, da braucht man, soll man uns keine Hoffnung mehr machen, da kann gar nicht gehen. So habe ich meinen Bruder verloren. Und das war übrigens dann 43. Vergesse ich nie. Kurz darauf hatte meine Mutter Geburtstag. Und da bin ich morgens oben so zur Straße und da war so ein kleiner Gaststätte, war eine Bank davor. Ach, und es waren schon mehrere. Und so schräg gegenüber saß so auf einem kleinen Treppchen da vor der Tür, so ein kleines Mädchen. Also in der war sie, stellte sich raus, war die Traudel und die war 9 Jahre da alt. Und die waren aus Ostpreußen noch vor den Russen geflüchtet. Und das war das erste Mal, wo ich sie gesehen habe. Ja, und dann haben wir nachher Haus an Haus sogar gewohnt, ja. Und vor allem merken wir, dass sie älter geworden war. Und ein hübsches, junges Mädchen geworden war. Und sie merkt auch, dass ich ein, naja, auch ein junger Mann war. So haben wir uns kennengelernt und sind seitdem ja zusammengeblieben. Ne? Wahrscheinlich so geprägt auch an dieses Heimatdorf, dass ich, als wir von dem wunderschönen Argentinien dann zurückgingen, aus persönlichen Gründen, mir das auch gar nicht das wehgetan hat, aus Argentinien zurückzugehen, denn wir gingen wahrscheinlich, was am Herzen hat, die Heimat zurück. Ne?